Herzlich willkommen bei World of Warship mit den Klangefechten. Woo, yeah. Diesmal kommen wir Ewigkeiten wieder ein Video, aber ein Replay von meinem kleinen Highschool-Fleet Hasekase. Und wir spielen mit einer Bismarck-Baltimore, da haben wir Mutti Peel, da haben wir eine nette Prinz Eugen und eine Fantastia. Woo. Und der Gegnerteam hat eine Alabama, Baltimore, Prinz Eugen, Bugami und Z23. Wie gesagt, das ist mal ein Reaper von den Klanggefechten. Das war für meinen Geschmack relativ eine schöne Runde. Ich habe gerade die freie Kamera gerade an. sondern weil die Karte ist, ich wusste erstmal nicht, wo mein Team am besten am Fahren ist. Und, ich mach mal ein bisschen etwas leiser, sind ein bisschen relativ laut. Wusste ich erstmal gar nicht, wie man die Karte am besten spielen soll. Haben gesagt, komm, dann fahren wir genauso wie die anderen beiden Runden. Schicken wir Fantastica und die Prinz Eugen Richtung A. Das restliche Team fährt noch Runde nach C. Alles klar. Ich spiele mit Kanebe, besonders ich spiele mit Torpedobeschleunigung. Und ich spiele mit die Hasekase mit die 100mm Geschützen. Da habe ich auch meine Haragumo-Kapitän auch drauf gezimmert, also so ein 19er-Kapitän. Meine andere Kapitänin ist leider nicht so weit. Das ist eigentlich so unüblich, aber wir haben ja am den Abend haben wir 5-mal gespielt und ich habe festgestellt, die Hasekase ist meine persönliche Meinung ein kleiner Favorit, weil das Ding ist ein verdammt Outrunner. Sie hat keine Torpedobeschleunigung und gleichzeitig 100mm. Damit kann sie die ist richtig hardcore nerven. Fand ich echt nicht schlecht. Aber das sehen wir alles im Replay. So, jetzt nehmen wir mal meine Sicht mal ein bisschen. Wie immer, ich spiele mit Torpedo-Ansicht. Es gibt auch einen besonderen guten Grund, weil es gibt einen Skill. Die meisten kennen ja den Skill. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, Stimme. Warte mal, muss ich mal gucken. Stimme, wo gucken. Ja, Stimme international. So. Aber ich gleich mal hingezimmert. Mal probieren, das kann sein, weil. Alles klar. Das ist so komisch. Okay, ich habe die andere Kapitänin drauf, ja. Kein andere, so ein Stück normal, ja. Also komm, blutze ich mal hier Torpedobesteuerung um und gucken, irgendwas im Nebel zu treffen, weil relativ große Nebelbank gesetzt hat. Und ja, dieses Problem war, der Gegner hat mir relativ spitz gezeigt. Das war, glaube ich, so ein Treffen möglich war es nicht, aber durch einen dummen Zufall. Habe ich doch was getroffen, leider nur die Z23, leider nicht den komplett rausgenommen, war ein bisschen schade. Aber jetzt wurde ich ihn leider geradert. Es war gerade nicht so prickelnd für mich gewesen. Aber hier, von dem ganzen Gefecht wird hier gleich ein bisschen auch auffallen. Soll man bemerken. So, soll man merken, was das. Der Gegner gemacht hat, aber so wirklich, der Gegner schießt auf mich überhaupt nicht. Der ignoriert mich komplett. Trotz ich bei denen in der Flanke sitze. Das ist schon ein bisschen komisch. Die Baltimore hat geradert. Selbst die Prinz Eugen und die Alabama hat auf mich noch nicht mal geschossen. Habe ich gesagt, okay, die ignorieren mich. Das ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich die schöne in der Seite jetzt. Das Zeit, mal probieren, mal wieder die mal wieder zu torpedieren. Aber ich habe die Haragumo nicht auf, nicht den Torpedo-Kompetenz gar nicht geskillt. Und ja, sag mal, das hätte ich wieder umskillen müssen, aber also komm, geht doch so. Mal eine nette kleine Drehung. Mach ich mal ein bisschen freie Kamera. Unsere beiden Helden da unten kämpfen gegen einen Mugami und die Prinzorgen. Die haben noch relativ gut tapfer weitergekämpft. Und ja. Wir versuchen, und da ist so schon der erste Held von unserem Team schon gefallen.
Aber der unser Fantastiker, der hält alleine die Ecke stand. So, ich probiere nochmal zu torpedieren. Und da kommen wir, die Prinz Eugen wieder vorfährt. Also ich meine darauf und ich habe glaube auf die Baltimore noch abgesetzt nochmal. Auf jeden Fall nicht schlecht. Kann ich auch die Torpedos folgen? Nein. So, mal, wollen wir mal gucken, ich warte mal ein bisschen ab. Also die Hellen da hinten nachher. Die Bismarck hat leider relativ da was mitgenommen. Also unsere nette Bismarck ist relativ gut am Brennen, ist relativ am Vorpushen. Aber ich gucke, treffe ich was? Aber zwei Torpedos drin, kommt doch schon ganz gut ins Ziel an. Die Baltimore drin hat gesehen, scheiße, da kommt Torpedos, gebe ich mal Vollgas. Aber für den Schiff leider viel zu spät. Und schön getroffen. Also sagt, Jungs, komm auf die Baltimore drauf, das Ding ist fast down. Und der unser Hell, also wir sehen, da ist die Z23, aber hat mich nicht geschafft zu spotten, weil ich ihn den R gespottet habe. Also komm gleich weg hier. Dann gehen wir lieber mal ein bisschen Vollstoff. Was Besonderheit ist bei den Achterkreuzer, die können leider nicht teilen. Das ist das einzige Problem. Wenn es die C-Schiffe ist, ja, können sie wenigstens ein paar AP wieder generieren, aber leider nicht. Aber anscheinend hatte ich die Baltimore, konnte sie nicht mehr reparieren. Hat er doch noch geschafft, irgendwie zu reparieren. Und jetzt fangen die an, die Hände irgendwie zu pushen. Willst du mal doch mal das Discord hier kurz ausmachen? Irgendwie ist es doch mal eine Nachricht am Schreiben. Und meine nette Torpedobeschleunigung ist wieder. Mal wieder meiner Ansicht. Danke, Handy. Jetzt fangen sie hier langsam an, hier zu pushen. Und mal gucken. Die Baltimore ist fast down. Lässt sich nochmal eine Torpedobeschleunigung nochmal an. Und die Baltimore ist down. Und er sagt, komm. Jetzt auf die Schöne, auf die Prinzeugen. Und er sagt, komm, hier gib ihn. Also, die Runde hat mir persönlich echt sehr viel Spaß gemacht. Das ist erstmal, weil mich ja auf mich einmal geschossen hat. Aber nicht getroffen. Schön. So, dann ist noch die Alabama und noch die Z23 übrig. Machen wir die nette Kamerasicht. Unsere nette Freund Munte Piel oder der Wolfi hat sich in den Insel versteckt. Das ist nicht schlecht. Weil. Alles klar. Die Munte Piel, sag mal, eigentlich so seine Cleveland, ist nicht schlecht. Das Problem ist einfach, das Ding hat leider kein Hilf. Das finde ich ein bisschen schade. So, da habe ich den Komp, das ist die Z23 und mein Ziel war auch die Alabama zu attackieren. Und er sagt, komm, dann gebe ich mal. Und da ist leider kannst du mal aufhören? Und er sagt, komm, dann gehe ich mal in eine Torpedierung schon mal nett auf die Alabama. Die Alabama, also wenn man sieht, fährt rückwärts. Ich habe keine Ahnung, warum unser rückwärts. Aber unser Held, der Fantastiker, hat alleine irgendwie. Danke, Handy. Hat sich schön in die Linie, schön verteidigt hier unten auch. Der hat ja auch die Prinz Euro rausgeknallt. Habe ich so einen Augenblick erstmal noch nicht gesehen. Und ich versuche jetzt, erober ich den netten Cap. Und er sagt, komm. Aber unser Fantastiker hat die Runde auch mit mir ganz gut gerissen. Werden wir sehen. Die beiden hatten wenigstens auch einen Kill. Die Fantastiker hat einen Kill, da hat die Prinz Euro rausgeknallt. Und da kommen schon meine nette Torpedos Richtung Alabama. Und denke auch gerade, der wäre lieber vorwärts gefahren. Und noch ein schöner Treffer. So, Käfer habe ich schon mal geholt. Der guckt in komplett andere Richtung. So, komm. Weil jetzt, weil er komplett in andere Richtung guckt, dann fange ich mal an, mal rumzuballern. Wenn man gesehen hat, die komplette Runde nicht hoch. Oh, Alter. Ich wurde in die komplette Runde echt ignoriert.
Ich konnte ganz möglich torpedieren. Radar haben sie, hat die Baltimore aktiviert. Beruhigt euch mal, Handys. Ich weiß auch nicht, warum die mir ignoriert haben. Ich war gerade gewesen. Die Prinz Frank hat mich überhaupt nicht getroffen. Aber der Fantastica, unser Fantastica-Held, er schießt auch jetzt auf die Alabama. Und das war für mich persönlich eine verdammt gute Runde. Schadenswert, wenn wir sehen, war auch nicht schlecht. Hat versucht, die Alabama auf mich zu schießen. Und da bin ich doch mal getroffen. Aber das ist wirklich nicht viel. Ich glaube, den TS war ein bisschen relativ fitzig, warum die nicht geschafft haben, mich wegzuknallen. So, da ist jetzt die Z23 um den Eck reingekommen. Anscheinend spielt er mit den großen Schützen. Weil, wenn sie den Asakaze gesehen, weil die haben die Asakaze gesehen, ja. Da habe ich irgendwie in die Treffer bekommen von die Mogami, aber ich habe Schluss gesehen, Mogami spielt einen ganz anderen Schützen, weil die fand ich ein bisschen so auch schon ein bisschen komisch. Wenn man gesehen hat, die Mogami spielt mit den großen Geschützen. Habe ich persönlich gewundert, warum spielt er mit großen? Wenn er mit den kleinen Geschützen spielt, hat er zusätzlich noch weniger Nachladezeit. Dazu nochmal Trägerzünder wieder noch mehr Schaden machen. Zusätzlich noch hätte viel mehr Kugel auch in der Luft. Ich denke mal, er wollte nur auf Damage gehen, hauptsächlich nur. Aber mit den kleinen Geschützen mit Trägerzünder hätte er das genauso auch schaffen können. So, der hat wenigstens mir ein bisschen was abgezogen. Ganz zum Schluss wurde ich doch ein bisschen behakt. Aber die Z23 ist noch immer noch schön offen. Wir wollen nur. So, ist noch die nette Mogami noch übrig. Und nette unser letzte Kreuzer, die Montpil, wollte noch gegen die schön nette Mogami noch kämpfen. Ich habe übrigens bei Mogami leider die Torpedos kaputt gemacht. Da habe ich wenigstens auch noch schweren Treffer abgekriegt. Aber persönlich fand ich die Runde echt nicht schlecht. Weil die Hasekase ist so ein Schiff, das gibt es seit, glaube ich, über 2 Jahren gar nicht mehr. Und die meisten Premium-Schiffe, was da vor den ganzen gab, ja, haben die meisten Spieler überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm mehr. Deswegen. Und ich habe zum Glück, der hat mir gedacht, ich würde mit Nebel spielen. Ich weiß nicht, wie das gar nicht gemerkt haben, ich mit Torpedobestellung gespielt habe. Aber der hat Hydro angeschmissen. Und. Ja, wie gesagt, die bestimmte Schiffe, die gab es überhaupt gar nicht mehr. Die Hasekase haben die meisten überhaupt nicht mehr auf dem Schirm mehr. Deswegen, ich hab gedacht, ich würde keine Torpedos mehr haben, aber das war ein bisschen falsch geraten. Ich habe noch mal ein bisschen Gas gegeben, hat natürlich nicht mehr getroffen und das war's für ihn. So, die Runde ist jetzt beendet. Jupp, zack. So, so ist die komplette Auflistung. Fast 112.000 in der Runde gemacht, 115 Zieltreffer. Für mich persönlich war es eine schöne Runde. Leider nicht für das Gegner, weil die hat mich, wenn die mich viel eher, sagen wir, die hätten mich viel eher rausschießen können. Weil die Hasekas ist, wie am Anfang Video, das Ding ist wirklich unwarned. Er hat 3 verschiedene Geschütztypen: einmal die Japaner, einmal die 100mm und einmal die 3x1 Geschützen von den Amerikanern. Aber die 100 Meter, das war ein Top-Wert. Wir haben den Abend einmal verloren und 4 Siege reingeholt für die erste Runde. So ist die komplette Aufstellung. Die 250 Basis-CP kriegt man immer bei kleinen Gefechten. Kriegt man immer. Und so ist die komplette Auflistung mit dem Damage. Die Alabama habe ich 41.000 reingekloppt. Und die Mogami habe ich nur 16.000. Und die Baltimore habe ich 34. Das ist aber. Die Schiffe habe ich relativ ganz gut behakt. Credits-mäßig habe ich auch relativ viel bekommen.
Da kann man auch relativ sehr viel Kapitäns-EP erfahren, aber auch insgesamt war für mich eine verdammt schöne Runde. Es gab auch so mal eine Niederlage dabei, da habe ich. Das war hier, wie heißt das neue Premium-Schiff, was rausgekommen ist, habe ich auch gespielt und das, die Dinger sind doch in Clan Wars relativ ziemlich sehr eklig gewesen. Naja. Ich hoffe, die Kleingefechte. Läuft dann auch relativ bei uns, sagen wir, bei euch auch ganz gut. Bei uns hat es auch relativ gut gelaufen. Wir haben auch mal nächsten Abend auch mal bis zum nächsten oder so mal nächsten Tag später haben wir wieder weitergespielt. Wir sind jetzt in der Aufstiegskampfliga jetzt reingekommen. Wir müssen noch die Sturmliga, sagen wir mal, die Qualifikation für die Sturmliga noch spielen. Dann sind wir in der nächsten Liga. Ich hoffe, es hat euch einen netten kleinen Replay gefallen. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und haut rein. Ciao, ciao.